Und damit herzlich willkommen bei Final Fantasy VII Remake. Wir nehmen die Standardeinstellungen. Wir spielen auf normal. Klassisch wäre das Kampfsystem, wie wir es kennen aus dem alten Final Fantasy Teilen. Wir kämpfen aber in Echtzeit für Spieler, die anspruchsvolle Kämpfe bevorzugen. Da bin ich ja mal gespannt. Es geht los. Hallo The Light Fox, herzlich willkommen bei den beim Beginn des großartigen Final Fantasy VII Remakes. Wahrscheinlich haben es schon alle gespielt, nur ich noch nicht, deswegen bitte nicht spoilern, Leute. Hallo Plushy, willkommen zurück.
Auf geht's, Rekrut. Oh boy, Leute. Es geht los, Leute. Da sind wir schon in Final Fantasy VII Remake. Also wie gesagt, ich habe einmal diesen uralten Final Fantasy VII Teil mal angespielt. Der ist ja wirklich schon auf der PlayStation 1 damals. Das ist schon ewig her. Und heute, ich habe es, glaube ich, damals noch nicht mal durchgespielt. Und heute starten wir ins Abenteuer Final Fantasy VII Remake auf dem PC. Das ist die PC-Version. Soll bei einigen Leuten viele Performance-Einbrüche haben. Das habe ich jetzt nicht festgestellt. Wir starten komplett bei Null. Ich habe keine Ahnung von der Story. Ich kenne mich im Final Fantasy-Universum überhaupt nicht aus. Ich bin, genauso wie in Zelda Breath of the Wild, der absolute Obernoob. Und ja, wie gesagt, wir sind gerade dabei, die Sounds hier so ein bisschen einzustellen. Wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist, sagt auf jeden Fall Bescheid. Denn dann muss ich da nochmal ran und irgendwas leiser machen oder so. Dann müssen wir mal gucken. Falls die Mucke jetzt schon zu laut ist und ihr das Gefühl habt, dass ich dagegen anschrei, machen wir es noch ein bisschen leiser. So, da sind wir. Ich weiß noch nicht mal, wie der Typ heißt. So ein... Ich weiß wirklich, ich habe keine Ahnung. Wenn das einer von euch weiß, dann sagt mal Bescheid, bitte. Okay, alles klar. Dann sagt mal Bescheid, bitte. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. So, da sind wir also. Wir sind hier in einer komischen, fabrikähnlichen Stadt gelandet mit einem Zug. Und wir gehören einer Gruppe an. Und das hier scheint der Oberbabbo zu sein. Also nicht den wir spielen, sondern der Typ mit der Waffe in der Hand. Der sieht auf jeden Fall aus wie der Boss. Sprechen kann ich mit ihm nicht. Oh mein Gott, da geht's schon los. Wer ist da? Cloud Strife heißt der. Ah, okay, okay, okay. Sehr gut, sehr gut. So, das Kampfsystem, wie gesagt, wir kriegen natürlich eine Einführung. Ja, ist klar, wir sind gerade am Anfang. Ich hoffe, ich kann unten rechts sitzen bleiben, wenn nicht. Verziehe ich mich in eine andere Ecke. Wir sehen links unten Offensivhaltung, Angriff und Kombos. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und hier steht Kämpfen mit Cloud. Das ist der Typ, den wir spielen. Mit X führst du Angriffe aus. Halte X gedrückt, um einen Flächenangriff auszuführen. Okay, das probieren wir mal aus. Eindringlinge. Ich mach direkt mal Flächenangriff. Ja, easy. Gleich ein Level up. So schnell geht das hier. Leute. Das gefällt mir ja jetzt schon, ne? Also die Stimmung bei diesem Spiel, die ist ja wirklich... Ist ja wirklich richtig geil. Ich weiß nicht, inwiefern man hier nach links und rechts kam. Wahrscheinlich sind es Schlauchlevel oder so. Ich habe keine Ahnung. Inwiefern wir hier irgendwie eine Open World haben oder so. Kein Plan. Und hier hinten steht schon jemand. Oh mein Gott, der hat mich gesehen. Halt, stehen bleiben! Ich glaube, da hätte man auch nicht schleichen können, oder? Wir zählen nach dich. Wir werden hier einfach reingeschmissen. So, ich mache wieder meinen Flächenangriff. Oh, da bin ich mal gespannt. Ach, guck mal. Die ATB-Leiste... lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen, zum Beispiel indem du Gegner mit X attackierst. Maximal können zwei ATB-Einheiten aufgeladen werden. Was ein ATB ist, ich habe keine Ahnung. Wir machen Flächenangriff. Ja gut, das hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Wenn eine ATB-Leiste ausreichend gefüllt ist, das ist die Angriffsleiste wahrscheinlich da unten, ne? Die ist komplett blau gerade. Kannst du Fertigkeiten, Magie und Gegenstände einsetzen? Dabei werden abhängig vom Kombo 1 bis 2 ATB-Einheiten verbraucht. Das Kommandomenü wird mit A aufgerufen. Reicht's? Ah, guck mal hier. Alles klar. Wir haben jetzt hier Kommandos. Wir hätten Fertigkeiten. Was haben wir denn für Fertigkeiten überhaupt? Ich meine, der Typ ist sowieso fast tot. Ich nur mal reingucken. Ein Mutangriff und ein Impulshieb. Ich will machen mal einen Mutangriff. Keine Ahnung. Auf den drauf. Ah, okay, 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 okay. Oh Gott, er lebt ja noch. Alles klar, Waffen können wir natürlich nicht einsammeln, oder? Die leuchtet so komisch. Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit das Hauptmenü oder die Karte öffnen und dir zahlreiche Informationen ansehen. Drücke diese Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Die nächste Missionsaufgabe und die Karte werden angezeigt mit der anderen Taste. Da bin ich aber gespannt. Die Grafik ist mega, oder? Die Grafik ist echt geil. Wenn du dich Stellen mit Symbol, so zwei Pfeile nach oben näherst, führt dein Charakter automatisch Aktionen wie Springen und Kriechen aus. Okay. So, gucken wir mal kurz rein. Im Hauptmenü kannst du das Inventar und den Status deiner Charaktere überprüfen, sowie Spielstände speichern und laden. So, wollen wir mal kurz gucken. Gegnerdatenbank, da haben wir wahrscheinlich nur einen einzigen Gegner, den Gardisten.
Besiegt haben wir davon schon 4 Kampfeinstellungen. Oh Gott, jetzt geht das los hier mit den Kombos. Oh mein Gott, ich bin der schlechteste Kombo-Spieler aller Zeiten. Ach, Mutangriff kann man auch so machen. Guck mal, LB. Ich muss aber ein bisschen angucken hier. Impulshieb ist Y und LB. Also LB ist so die Spezialträger-Taste, wie es aussieht. Heiltrank ist B. Und A hat irgendwie gar keine... Kreuzschlag haben wir auch noch. Limits. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich weiß wirklich. Ich komme da wahrscheinlich nach und nach rein. Magie. Was haben wir denn mit Magie hier? Feuer hätten wir. Kostet 4 MP. Gegenstände haben wir 6 Heiltränke, ein Äther und 2 Handgranaten. Statuswerte, ja, sind ja quasi bei 0 gestartet. Anleitung, speichern und laden. So, lass mal speichern. Gleich das erste Mal speichern. So, gespeichert haben wir. Und wir haben auch noch die Karte, ne? Auf der Karte kannst du deine aktuelle Missionsaufgabe überprüfen und deine Umgebung studieren. So, wo sind denn wir? Wir sind hier unten gestartet, da sind wir hochgelaufen, dann sind wir hier, jetzt sind wir hier in einem Raum. Und die Quest, der Questmarker zeigt hierhin. Das ist der Rauer Empfang. Da wollen wir jetzt hin. Wir können sogar eine Route festlegen, guck mal. Oder auch nicht. Überprüfen. Folge Barrett. Okay, alles klar. Gut, also wir sind ganz am Anfang, ne? Da ist jetzt hier alles noch nicht gefüllt. Wir können hier rüber hüpfen. Die Waffe runter. Jetzt kommen wieder 2 Gardisten. Oha, oh, ich wollte gerade sagen, da kommen noch 4, aber das sind meine Leute. Wedge ist der Dicke, wie es aussieht. Du kannst gegnerische Angriffe mit RB blocken oder ihnen ausweichen mit B. Okay, alles klar. Sofort ergeben. Ich block mal. Einfach mal so, um zu gucken. Alter, es sind ja 3. Okay, wir sind geblockt, aber ich krieg trotzdem ein bisschen Damage. So, ich nehme mal den Spezialangriff hier. Sehr gut. Mein Einsatz ist hier und nicht kommt. Okay, alles klar. Also, es geht ganz geschmeidig von der Hand auf jeden Fall. Wir können ja, glaube ich, auch nichts einsammeln, großartig, oder? Also hier irgendwie in die Ecken kriechen ist, glaube ich, nicht. So, was haben wir hier? Durch Drücken von Y kannst du Personen ansprechen oder Kisten öffnen. Alles klar, machen wir das mal. Machen wir auf hier. 2 Heiltränke haben wir gefunden, das ist gut. Nicht, dass wir die brauchen oder so. Ich sehe auch ehrlich gesagt gar keine Lebensleiste. Ich wüsste nicht, wo hier... Ach, guck mal da hinten. Hier ist ja noch was. Heimlich versteckt in der Ecke. 2 Handgranaten. Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich Handgranaten auslöse. Aber das werden wir sicherlich auch noch lernen. Wenn du auf Frachtkisten von Shinra stößt, solltest du versuchen, sie zu zerstören. Hier, sowas hier. Okay, haben wir zerstört. Wir haben auch was bekommen. Irgendwas liegt da rum. Irgendeine Medaille oder so. Moinsen, Mados, grüß dich. Mandos, wie geht's? Wie ist das Game? Ich habe das Original gesuchtet. Ich finde 80 Tacken zu teuer für einen PC. Ich finde es auch sehr teuer. Ich muss sagen, ich hätte es mir auch nicht gekauft, wenn meine großartige Community nicht einen großen Teil davon bezahlt hätte. Wir haben aber gerade erst angefangen. Ich kann zu dem Spiel noch gar nichts sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Grafik sehr, sehr nice aussieht. Und dass wir natürlich ein Live-Kampfsystem haben. Das heißt, keinen rundenbasierten Kampf, sondern ein Live-Kampf. Okay, jetzt passiert irgendwas. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Man lootet auch, also man kann Kisten looten, soweit ich weiß. Aber dafür ziemlich hübsch. Und so wie scheint, kennen die mich noch gar nicht. Ich bin hier der Neuling. Ich kann mal versuchen, mit ihnen zu sprechen. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Okay, alles klar. Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, behalt's für dich. Die quatschen auch, aber da gibt's nichts Besonderes. Gut, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach die Story. Gleich öffnet sich das Tor. Okay, wir gehen mal hin. Das Spiel gibt's für PlayStation 4, 5 und für PC.
Allerdings weiß ich nicht, ob das auf PS4 auch so gut aussieht. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Okay, das ist, scheinen irgendwelche Umweltaktivisten zu sein oder sowas. Vielleicht so eine Art Greenpeace-Fraktion oder so. Komm jetzt. Oh. Nur warum Cloud hier mitmischt, das wissen wir noch nicht. Das scheint der Neue im Team zu sein. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Ich habe das Original gezockt, Mandos, aber das ist ewig her. Auf PlayStation 1 noch. Ich habe alles wieder vergessen, komplett. Ich habe es auch nie durchgespielt. Oh, guck dir das an. Also die Stadt sieht schon echt episch aus, Leute. Da ist der Reaktorkern. Ich glaube, den musste man mal zerstören. Ich weiß aber nicht, ob das immer noch so ist. Aber ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. So, da vorne steht unser Team bereit. Oh Gott, es gibt Hunde. Mit R gedrückt halten, den rechten Stick gedrückt halten, hast du die Möglichkeit, einzelne Gegner als festes Ziel zu bestimmen. Zielwechsel mit Steuerkreuz, okay? Fresse! Hallo? So, okay. Wir müssen auch ein bisschen ausweichen hier. Die Kämpfe sind schon irgendwie anders. Ist ja klar. Live-Kämpfe. Warte mal, wir machen Spezialattacke drauf. Oha, da ist aber uns entschwunden. Es ist vorbei. Oh, der hat gut gesessen. Meine Lebensleiste wäre irgendwie mal cool. Ich sehe die gar nicht. Wo sind die? Ach, da unten. Okay. Da sitze ich halt quasi davor. Das ist ein bisschen doof. Ich müsste mich mal ein bisschen nach oben schieben. Ich mach das mal. Weißt du, wir haben ja gerade erst angefangen. So. Ich glaube, ich müsste hier so hin ungefähr. Dann müsste man alles sehen können. Okay, okay, okay. Ich weiß auch gar nicht, könnte ich jetzt auch einen Heiltrank nehmen? Wie sieht denn das aus? Trefferpunkte. Ja, wir sind schon relativ weit unten, glaube ich. Trefferpunkte haben wir nur noch 648 von 1026. Wir könnten also eigentlich was trinken, aber ich mache es erstmal nicht. Wir laufen erstmal rein. Das scheint das Tutorial zu sein hier. Es gibt zwei Schwierigkeitsstufen, normal und leicht. Wir spielen auf normal. Du kannst auch überlegen, ob du klassisch spielst, also mit der Auswahl ohne Live-Kämpfe. Das soll wohl auch gehen. Soll aber kacke sein, angeblich. So, gehen wir mal hier rein. So, aufwärts. Türchen auf. Okay, da sind wir schon. Ja, wir sprengen uns hier von Tür zu Tür irgendwie. Ist das eine Weihnachtskette? Nee, oh, das ist irgendwie so eine Art glühender Draht oder so. Wir gucken natürlich in die Ecke. Hier ist noch Kisten. Guck mal, wenn ich sie. Jetzt habe ich das in die Kisten kaputt gemacht und einen Heiltrank geerntet. Hier sind sie also drin. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, hier haben wir ein Löchlein. Oh, Besuch. Für dich. Oh nein. Oh Gott, jetzt kommen wieder welche. Oh, nicht schon wieder so ein Hund. Schwierig. Wir machen mal gleich einen Flächenangriff. Oh, der war richtig gut. So. Ich hoffe, ihr kommt da hinterher mit den schnellen Kämpfen. Oh, ich bin hier in der Ecke. Das ist nicht so gut. Scheiße. Die Hunde halten auf jeden Fall schon deutlich mehr aus als die anderen. Wir könnten auch mal versuchen, eine Granate zu werfen. Vielleicht das nächste Mal. Okay. Ich glaube, wir haben schon so unglaublich viele Heiltränke mittlerweile. So. Kisten. Auch nichts Vernünftiges drin hier, also gar nichts. Aber wir sollen die alle zerhacken. Das mache ich natürlich auch, wenn wir irgendwelche finden. So, pass auf. Wir probieren jetzt mal hier so eine Granate oder so. Gegenstände. Oh nein, falscher Knopf gedrückt. Feuer hätten wir, guck mal. Wir versuchen mal Feuer. Oh, das klappt gut. Feuer ist nice. Das war jetzt keine Granate, wir haben mal ein bisschen rumgefeuert. Kann ich jetzt mich eigentlich hier... Oh, eine Kiste. Kann ich mich hier eigentlich auch healen? Außerhalb des Kampfes. Oh, zwei Heiltränke. Ich probier's mal. Ah, geht leider nicht. Okay, könnt ihr sehen, die TP-Trefferpunkte unten rechts? Ja. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich an diesem Hebel ziehe.
Läuft ja super. Hey Maeve, welcome back. Grüß dich. Ja, läuft super. Aber man muss auch sagen, ich habe auch einen NASA-Rechner. Das darf man nicht verwechseln. Also ich habe... hier sind Gegenstände. Ich habe halt eine RTX 3090. Das Ding ist halt todesgerüstet, dieser PC. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schuss und... Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Okay, wir scheinen hier irgendwie der Techniker zu sein. Maeve schlägt schon die Hände über den Kopf zusammen. Alter, Lasse, kennst du die Story gar nicht? Nein! Ich kenne gar nichts davon. Wendy, sie nervt die Musik. Wir können mal schauen, ob wir mal die Musik einfach ein bisschen leiser machen können. Ausschalten werden wir sie auf jeden Fall nicht. Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit auf der Switch gespielt, weißt du? Ich drücke immer auf den falschen Knopf, weil wir jetzt auf dem PC spielen. Da ist natürlich die Bestätigungstaste eine ganz andere. So, Audio, Musik. Können wir machen. Machen wir mal auf 3. Wenn das so leise ist, müssen wir mal sagen. Oh Gott, das will ich nicht zurücksetzen. So. Ich habe leiser gemacht. So, das ist Jessie. Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Okay, Bix macht die Tür auf. Sehr schön. Keine krummen Touren. Ja, wir sind halt der Fremde hier, ne? Wir sind der Fremde. Niemand weiß, wie wir sind. Wir wissen es selber nicht. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Eieiei. Solche Anfälle im Kopf habe ich auch öfter. Shame of Game, grüß dich, moin. Hey. Wir sind allein? Oh mein Gott. Hände hoch. Wollte ich auch gerade sagen. Ich hoffe, es ist jetzt angenehmer für dich, Vanessa. Oha. Okay, wenn du Y drückst, führt dein aktiver Charakter deine Spezialfähigkeit aus. Cloud wechselt mit Y aus seiner flinken Allround-Haltung in die Offensivhaltung. Diese ermöglicht starke Angriffe auf Kosten der Defensive. Probier es am besten gleich mal aus. Das machen wir. Hallo? Ach so, in der Offensivhaltung bewegt sich Cloud langsamer. Dafür hat er stärkere Angriffe. Außerdem ist es möglich, geblockte Nahkampfangriffe zu kontern. Allerdings kann Cloud in der Offensivhaltung keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch in die andere Haltung. Okay, alles klar. Oh, ich bin aber sehr langsam. Sehr langsam. Aber sehr stark. Alter! Die haben ja richtig zerlegt. Sind schon da. Und weiter geht's. Woher nimmt denn nur diesen Charme? Wenn euch die Musik zu leise ist, ich mach sie auch gern wieder lauter, ne? Ticken, wenn ihr wollt. So, jetzt geht diese nächste Tür auf. Diesmal macht Jessie die Tür auf. Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Die wechseln einmal durch. Im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Kinderspiel. Okay, ist schon offen. Sehr gut, sehr gut. Dann haut mal rein. Ah, das ist halt das Tutorial. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwo noch eine Kiste rumliegt oder so. Nee. Okay, leider nicht, leider nicht. Ah, hier sind Kisten. Warte mal, was haben wir denn hier drin? Ich muss auch unbedingt meinen Heiltrank nehmen, glaube ich. Phoenix-Feder. Ich glaube, mit Phoenix kann man sich oder jemand anderen wiederbeleben. Ist das richtig? War das so? So, warte mal. Wir nehmen mal einen Heiltrank jetzt. Oh, schon wieder der falsche Knopf. Also da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. So, wir nehmen einen Heiltrank. Kann ich nicht nehmen? Alles klar, gut. Dann bin ich wahrscheinlich voll geheilt. So, wir machen hier mal auf. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Ich kann die Dialoge noch lauter machen, wenn du willst, Katrinchen. Oh. Hey, Cloud! Ich rede mit dir! Kann es sein, das war das meine Tifa Schwester? Und ich?
vielleicht. Oder meine Jugendfreundin. Tiefer. Gehen wir mal rein. Wartet jetzt schon gleich der erste Bosskampf auf uns? Ich weiß es nicht, Leute. Also die Grafik, also wirklich, ne? Also die ist bombastisch. Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Heidegger heißt er. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Makro aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Oh. Huh? Dir zeig ich's. Oh oh. Huh? An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Ich glaube, die beiden werden keine Freunde mehr. Makoreaktor 1, Betriebsdurchgang. Ab jetzt gilt äußerste Vorsicht. Na, ihr Hübschen. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Okay, Jesse, was schlägst du vor? Also lass ihm seinen Auftritt. Okay. Er übernimmt es. Dann mach dich mal nützlich. Kann ich die Charakter irgendwie wechseln? Bestimmt, oder? Man ist ja eigentlich immer in einer Gruppe unterwegs. Bei Final Fantasy, soweit ich das noch weiß. Vielleicht spielen wir jetzt automatisch auch mit ihm. Das kann sein. Oh, da ist schon Geschütz. Ah, okay. Ah, jetzt haben wir zwei in der Gruppe. Alles klar. Jetzt ist die Frage, wie wechseln wir die Gruppe? Wir werden das lernen. Barrett ist auf Distanzangriffe spezialisiert. Wenn du X gedrückt hältst, feuert er mehrere Schüsse hintereinander ab. Wechselst du Barrett, wenn du aus sicherer Entfernung angreifen möchtest oder Gegner mit einer Nahkampfwaffe nicht zu erreichen sind. Weg da, wo dein Schwert nicht dran. Okay, was soll ich drücken? Das erledige ich im Arm umdrehen. Verzieh dich! So, wir machen erstmal den. Wie schmeckt dir das? Ah, das ist natürlich. Ist, was die Arme hat. Haben wir irgendeinen Kommandoangriff oder so? Barrett führt mit Y einen mächtigen Feuerstoß auf. Okay, alles klar. Oh, der ist wirklich sehr mächtig. ATB-Leiste ist aufgefüllt, glaube ich, oder? Ah, doch nicht. Wo sehe ich denn meine ATB-Leiste? Ah, da unten. Die ist doch voll. Mono Drive C. Mit Steuerkreuz kannst du nach Lust und Laune bzw. Kampfsituationen zwischen den Charakteren in der Gruppe wechseln. Okay, alles klar. Mit RT und LT kannst du Gefährten aber auch befehlen, Fähigkeiten einzusetzen. Das heißt, ich könnte jetzt auf Nahkampf switchen. Ah, okay, alles klar. Sehr gut, wir spielen mit den anderen gut. Alter, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Was für ein episches Kampfsystem, Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. So, sehr gut, sehr gut. Keine große Sache.